Meine Damen und Herren, ich bitte Sie freundlich, die weit im Raum verstreuten Sitze einzunehmen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Informationsveranstaltung heute Abend im schönen Odenwald. Mein Name ist Carsten Blätzer, ich bin der Kreisvorsitzende der AfD Bergstraße. Live Erik Holm lässt sich leider entschuldigen, er befindet sich in Quarantäne und kann deswegen hier heute Abend nicht erscheinen. Nichtsdestotrotz haben wir bisher zwei Redner als Gäste hier anwesend. Zum einen ist es Mariana Haarder-Kühn aus dem Bundestag. Martin Hohmann, auch Bundestagsabgeordneter. Dr. Marc Jongen lässt ausrichten, er kommt ein paar Minuten später, da gab es ein paar Probleme mit einem Leihwagen. Nun, wir leben in Zeiten, welche vor kurzem noch unvorstellbar waren. Das geht seit 5 Jahren so, mit immer sich nach weiter oben verschiebender Schmerzgrenze. Das führt dazu, dass ich Ihnen einige Verhaltensregeln in puncto Hygiene und Infektionsschutz mit in die Veranstaltung geben. Bitte desinfizieren Sie sich die Hände, bitte halten Sie Abstand zueinander, es sei denn, Sie sind aus einem Haushalt. Wenn Sie sich nicht auf Ihrem Sitzplatz befinden, tragen Sie bitte Ihre sogenannte Maske, aus welchem virendurchlässigen Stoff sie auch immer bestehen mag. Dass es der Regierung nicht um die Gesundheit der Bevölkerung gehen kann, beweist die Tatsache, dass jede Art von Stoff für die Maske erlaubt ist. Selbst gehäkelte Winterschals mit Maschenweiten jenseits von Gut und Böse taugen als Virenschutz. Das ist der blanke Hohn. Wie lange uns die Maske noch aufgezogen wird, steht in den Sternen. Sie wurde uns ja im Rahmen von sogenannten Lockerungen aufgezwungen. Es wurde gesagt, man wollte die erreichten Erfolge nicht gefährden. Die Erfolge sind allerdings damals ohne Maske zustande gekommen und das ist eine Verlogenheit kaum zu überbieten. Nun, meine Damen und Herren, beginnen wir mit der eigentlichen Veranstaltung. Als erste Rednerin darf ich ankündigen Mariana Haarder-Kühn, wie gesagt Bundestagsabgeordnete und gleichzeitig familienpolitische Sprecherin unserer AfD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Mariana Haarder-Kühn, für die familienpolitischen Ausführungen. Ich nehme den Faden gerne auf. Wir hetzen gerne mit Fakten. Das bedeutet im Klartext, wir argumentieren mit Fakten und wir überzeugen mit Fakten. Und damit haben wir als AfD ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland.
Einen organisatorischen Hinweis möchte ich Ihnen noch geben, meine Damen und Herren. Im Anschluss an die drei Redebeiträge unserer Gäste haben Sie die Möglichkeit, für etwa 15 bis 20 Minuten Fragen an die Redner zu stellen. Nun, als nächsten Redner kündige ich Martin Hohmann an. Er ist auch Bundestagsabgeordneter und gleichfalls Mitglied des Innenausschusses. Sehr geehrter, lieber Herr Vorsitzender, auch spreche ich Sie als Kollege an, denn auch ich bin Kreisvorsitzender, und zwar bei uns in Fulda und, wie gesagt, auch Bundestagsabgeordneter, allerdings nicht im Innenausschuss, sondern im Haushaltsausschuss. Das ist eine kleine Änderung, die ich noch kurz sagen möchte. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass Mariana, dass du da bist und Marc. Auch schön, dass wir hier ein Trio bilden. Das ist eine schöne Sache. Das zeigt wirklich die Kollegialität und den Schulterschluss unter uns. So muss es sein und so muss es bleiben. Vor 5 Tagen hat Kollege Stefan Brandner dem Herrn Bundesinnenminister Seehofer das Urteil, das er über die Migrationspolitik im Jahr 2016, 2015 gesprochen hat, erinnert. Seehofer sprach damals von einer Herrschaft des Unrechts. Hochrangige Koryphäen der Jurisprudenz haben damals Horst Seehofer zugestimmt, haben ihn in seinem Urteil unterstützt. Dennoch nahm die Migrantenlawine, wie wir alle wissen, ihren Lauf bis auf den heutigen Tag. Allerdings, die Allgemeinheit merkt von diesem ständigen Zustrom praktisch nichts mehr, denn die hohe Politik und die linksgrünen Medien haben sich ein striktes Schweigegebot aufgelegt. Seehofer will heute von seinem damaligen treffenden Urteil nichts mehr wissen. Und jetzt sind wir im Herbst 2020. Der Migrationsirrsinn geht weiter. 1553 Moria-Migranten werden nach Deutschland geholt, sollen nach Deutschland geholt werden. Ja, die bundesrepublikanischen Blockparteien sind sich einig. Das ist die richtige, das ist die moralisch richtige Entscheidung. Politiker anderer Länder können das nicht nachvollziehen. Die von Dänemark nicht, die von Polen nicht, die von Ungarn nicht und die von Österreich nicht. Kanzler Kurz, Sebastian Kurz von Österreich sagte, wenn wir diesem Druck jetzt nachgeben, dann riskieren wir, dass wir denselben Fehler machen wie 2015. Recht hat er. Nie hätte ich geglaubt, dass ich das kleine Österreich irgendwann einmal beneiden würde. Du, Felix Austria. Aber hier bei uns, da waren die Großpolitiker geradezu beleidigt wegen der klaren Aussage von Kanzler Kurz. Angela Merkel konnte Kurz nicht verstehen. Markus Söder war sehr enttäuscht darüber, dass Österreich nicht einmal ein symbolisches Signal setzen wollte. Liebes Publikum, kennen Sie übrigens das Nachtgebet von Markus Söder? Nein? Lieber Gott, lass die Corona-Krise bald vorbeigehen, aber erst, wenn ich Kanzler bin. Zurück zu dem symbolischen Signal. Genau das will Kanzler Kurz verhindern. Denn das Signal der Merkel-Politik an die Migranten lautet,
werdet kriminell, brennt eure Unterkünfte ab, dann kommt ihr eurem Wunschland schon einen Schritt näher. Ironisch ausgedrückt, Frage an den Moria-Migranten, wie geht's? Antwort, man brennt sich so durch. Aber jetzt wieder ganz ernsthaft, dieses Verhalten könnte natürlich auch in Deutschland Schule machen. Entsprechen die zugewiesenen Unterkünfte den Damen und Herren Migranten nicht, ihren Ansprüchen eben nicht, tja, dann wird warm abgerissen. Danach wird das deutsche Sozialamt schon etwas Besseres finden. So sieht es wohl aus. Immerhin muss man Seehofer zugutehalten, dass er jetzt nach der Moria-Entscheidung kritische Worte zu Deutschland als Moralweltmeister gefunden hat. Er hat herausgestellt, dass sich die anderen Europäer nicht gerne von Deutschland schulmeistern und unter moralischen Druck setzen lassen. Recht hat er, der Herr Seehofer. Und Widerstand in der Union? Fehlanzeige. Warum? Ganz einfach. Die Bundestagswahl 21 steht vor der Tür. Es geht um Listenplätze, Positionen, Pfründe. Wer sich hier öffentlich gegen den Merkel-Kurs ausspricht, der hat schlechte Chancen. Wer angepasst dem Merkel-Kurs folgt, der hat gute Chancen. Und dann gibt es noch die ganz Schlauen. Die haben eine mögliche schwarz-grüne Koalition ab 2021 im Hinterkopf. Die setzen der Scheinmoralität die Krone auf. Sie wollen gemeinsam mit den Grünen sogar 5000 Moria-Migranten aufnehmen. Das hatten schon letzte Woche einige zuwanderungsfanatische CDU-Politiker in einem offenen Brief an Herrn Seehofer gefordert. In dem Brief heißt es, Deutschland müsse notfalls alleine auch 5000 Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen. Dabei will Griechenland die Flüchtlinge überhaupt nicht loswerden, denn die Griechen wollen eben auch kein falsches Signal aussenden. Sie sehen, die ehemals konservative und durchaus patriotische CDU, ich habe ihr auch lange Jahre angehört, deswegen weiß ich, wovon ich spreche, hat nicht nur vor dem linksgrünen Zeitgeist kapituliert, nein, meine Damen und Herren, sie hat den linksgrünen Zeitgeist aufgesogen. Nur bei uns, bei der AfD und nur bei uns, wie gesagt, zähle noch Vernunft, Realität und die Kraft des besseren Arguments, was Mariana eben auch schon deutlich herausgestellt hat. Das lässt uns einsehen, die Aufnahme von Millionen von Migranten seit Merkels illegaler Grenzöffnung seit 2015 hat die Welt nicht besser gemacht. Weder in den Zielländern noch in den Herkunftsländern. Fakten und Vernunft müssen Maßstab politischen Handelns sein und nicht linksgrüne, grüne Übermoral. Ich möchte auch kurz das moralische Argument noch aufleuchten lassen. Ich bin am Samstag bei dem Marsch für das Leben in Berlin gewesen und wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Leben von Anfang an unter Schutz steht. Das werdende Leben und natürlich auch das Leben am Ende. Denn wenn wir diesen assistierten Selbstmord zulassen, dann ist eines klar, dann wird die Oma und der Opa, ich bin inzwischen selbst Opa, 3 Kinder, 6 Enkel, dann wird der Opa, wenn er bettlägerig wird, immer komisch angeguckt, na ungefähr, Opa, wann lässt du dir denn die Spritze verpassen? Oma, wann gehst du denn endlich sozusagen in die ewigen Jagdgründe ein? Wir brauchen dein Zimmer, wir brauchen dein Geld und so weiter.
dann haben wir am Ende des Lebens die große Angst. Und das wollen wir nicht. Ja, und Marianne hat es auch schon angesprochen. Was sind die Fakten, die für eine vernünftige Migrationspolitik wichtig sind? Es sind eben besonders demografische Fakten. Afrika wächst bis 2050 auf 2,5 Milliarden Menschen an. Mehr als das Doppelte von heute. Für das Jahr 2100 wird in Afrika eine Bevölkerung von 4,4 Milliarden erwartet. Das US-amerikanische Forschungsinstitut Pew Research Center fand in einer Studie heraus, mehr als 50% der Afrikaner in den Ländern südlich der Sahara wollen auswandern. In dieser Region wohnen derzeit rund 1 Milliarde Menschen. Wenn sich nur 5% von diesen in naher Zukunft auf den Weg nach Europa machen, dann wären das 50 Millionen Menschen. Auch in einem weiteren bevorzugten Herkunftsgebiet steht ein exorbitantes Wachstum der Bevölkerung an. Das Berliner Institut für Bevölkerung und Entwicklung hat berechnet, bis 2030 werden in der sogenannten MENA-Region, also das sind die arabischen Länder von Marokko bis in den Iran, rund 100 Millionen Menschen mehr leben als heute. Und auch das Alter spielt eine Rolle. 60% der Menschen in Afrika sind 24 Jahre jung oder jünger. 36% sind zwischen 25 und 59 Jahre alt. Und nur 5% sind 60 Jahre oder älter. Wer vorausschauend ist, der muss es doch sehen. Wir können die überwiegend jungen Männer nicht aufnehmen. Männer, die genügend finanzielle Kraft haben, um den Schlepper zu bezahlen, und genügend körperliche Kraft und Wagemut, den langen Weg auf sich zu nehmen. Diese Männer werden in den Herkunftsländern dringend gebraucht, aber nicht hier. Wenn die Merkel-Regierung mit dem Beispiel Moria das Signal aussendet, jeder Mensch der Welt kann sich in Deutschland ein neues Zuhause wählen, dann wird sich Europa, dann wird sich Deutschland drastisch verändern. Aber nicht zum Guten. Wir werden erleben, dass der Satz stimmt, den der Peter Schonatur zugeschrieben wird: Wer halb Kalkutta aufnimmt, rettet nicht Kalkutta, der wird selbst Kalkutta. All das ist nicht unausweichlich. Wir müssen die oft propagierte Merkel'sche Alternativlosigkeit als das entlarven, was sie ist. Eine Lüge. Eine Lüge unter dem Deckmäntelchen der Humanität und der Nächstenliebe. Diese Lüge soll das Hauptmotiv der Merkel'schen Politik verdecken. Und das Hauptmotiv ist Machterhalt um jeden Preis. Und das heißt unbedingte Anschlussfähigkeit an Grüne und Linke. Wir hingegen von der AfD wollen eine sichere Zukunft und sichere Grenzen für unser Land und eine Welt, in der alle Menschen wirklich gut und gerne leben, und zwar in ihrer eigenen Heimat. Oder Rassist diffamiert oder gleich als Nazi, das ist das neue Modewort. So wie es unlängst die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock, im Fokus wurde sie vor kurzem sogar zur Kanzlerkandidatin hochgejubelt, gegenüber dem FDP-Mitglied und kurzzeit Ministerpräsidenten von Thüringen getan hat. Also er sollte der Nazi sein. Sie erinnern sich noch, der FDP-Politiker war der Thomas Kemmerich.
Fazit. Erstens, auch die Aufnahme von jährlich 2 Millionen Afrikanern in Deutschland würde in Afrika nichts ändern. Zweitens, in Deutschland hätten wir bald den Kollaps des Sozialsystems und den Zusammenbruch von Recht und Ordnung. Und daraus ergibt sich drittens die Frage, ist dieser Zusammenbruch die Absicht der Blockparteien oder nehmen sie es nur fahrlässig in Kauf? Ich weiß es nicht. Apropos Rassismus. Altparteienpolitiker wie Saskia Esken von der SPD haben unserer Polizei unlängst ein Rassismusproblem vorgeworfen. Neuerdings ist eine angeblich rechtsradikale Chatgruppe in Nordrhein-Westfalen entdeckt worden. Was sind die Fakten? Woher kommt das? Wie ist das zu erklären? Natürlich will ich hier kein illegales Verhalten von Polizisten verteidigen oder schönreden. Aber die Polizisten erleben halt tagtäglich die Realität. Und Realität ist, fast 50% der Täter schwerwiegender Deliktsgruppen sind Nicht-Deutsche, meist islamischer Herkunft. Das sind die Fakten. Das ist die Realität. Für das linksgrüne Establishment ist das Benennen dieser Fakten schon Rassismus. Kein Rassismus ist es hingegen, wenn aus Sicht des Establishments, also aus der Sicht des Establishments, wenn man sich darüber beschwert, dass ein Teil Deutschlands zu weiß ist, also zu hellhäutig. Das sagte nämlich die Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung und ehemalige Stasi-IM Annetta Kahane. Die wird übrigens aus dem deutschen Staatsetat mit Millionensummen gefördert. Rassismus gegen Weiße, gibt es den? Nein, den gibt es angeblich nicht. Weil in Deutschland Rassismus vielfältige Privilegien für weiße Deutsche schafft, deshalb kann es auch keinen Rassismus gegen weiße Deutsche geben. So Annetta Kahane. Ich habe das zwar nicht ganz verstanden, aber so schreibt es sie auf ihrer Internetseite. Aber es gibt ihn schon, den Rassismus gegen Weiße. Denken wir an Südafrika. Denken wir an die Entlassung von weißen Angestellten bei einem dortigen Energieversorger, um die Rassenquote zu erfüllen. Denken wir an die vielen ermordeten weißen Farmerinnen und Farmer in Südafrika. Denken wir an die Gewaltaufrufe von Protagonisten der südafrikanischen Black First, Land First Bewegung. Sie drohen ganz unverblümt, und das ist jetzt ein Zitat: Wir werden ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Hunde, ihre Katzen töten. Wir werden alles töten, was uns in die Quere kommt. Wem es da nicht kalt den Rücken runterläuft? Kommen wir zurück nach Deutschland. Denken wir an deutsche Kinder, die an unseren Schulen als Schweinedeutsche oder als Schweinechristen, besonders von arabischstämmigen Kindern, bezeichnet und drangsaliert werden. Übrigens kritisierten vor 2 Jahren Migrantenverbände, dass die Feiern der deutschen Einheit am 3. Oktober zu sehr aus einer weißen Sicht stattfinden. Das ist zwar frech und übergriffig, aber noch nicht gefährlich. Es gibt ihn aber schon, den echten, knallharten, aggressiven Rassismus. Da müssen wir zurzeit noch nach Amerika gehen. Die Anhänger der Black Lives Matter Bewegung, das sind wirkliche Rassisten. Sie betreiben anti-weißen Rassismus. Der entspringt ihrer linksradikalen Agenda. Dem hellhäutigen Menschen soll eine Schuld, ein apriorischer Rassismus qua helle Hautfarbe eingeimpft werden. Schuld soll das Einzige sein,
womit Hellhäutige sich identifizieren können dürfen. Wozu soll diese neue Schuldkultur dienen? Nun, mit ihr können die linksgrünen Meinungsmacher ihre Agenda des Hasses auf das eigene, der Selbstverachtung vorantreiben. Positive Identifikation soll es nicht mehr geben. Die eigene Identität soll nur noch über das Negative definiert werden können. Wer denkt da nicht an den verqueren Satz unseres verehrten Herrn Bundespräsidenten, der unlängst sagte, Deutschland kann man nur mit gebrochenen Herzen lieben. Herr Bundespräsident, wir von der AfD lieben Deutschland mit ganzem Herzen. Bei Schuld als Hauptidentitätsmerkmal fällt es unserem Volk leichter oder es fällt unserem Volk gar nicht mehr auf, langsam, aber sicher zu verschwinden. Das Demografische hat ja auch Mariana schon erwähnt. Ein Volk mit starker Identität, mit starkem Selbstbewusstsein, über Höhen und Tiefen steht den Gleichmachern und Globalisten natürlich im Wege. Daher soll gerade die deutsche Identität nur noch als hassenswertes Überbleibsel angesehen werden. Wir von der AfD, wir teilen eine Grundüberzeugung und nach dieser Grundüberzeugung sind alle Menschen gleich viel wert. Alle Leben zählen gleich viel. Wer das in den USA sagt, läuft Gefahr, erschossen zu werden. So ging es einer 24 Jahre alten Mutter, sie hieß Jessica Doty Whittaker. Sie sagte gegenüber einem Black Lives Matter Anhänger genau diesen Satz, alle Leben zählen, natürlich auf Englisch. Das war ihr Todesurteil, vollstreckt durch die Hand eines fanatischen Black Lives Matter Anhängers. Ihr kleiner Sohn wächst ohne die Mutter auf. Deswegen sage ich es hier umso lauter. Alle Leben zählen. Hatten Sie zuvor vom Fall der Jessica Doty Whittaker etwas gehört? Ich frage mal. Offensichtlich. Im Netz bei dem Watch. Ja, da muss man aber schon sehr nachforschen. In den normalen Medien wurde das totgeschwiegen. Da wurde das totgeschwiegen. Oder von Tony Timper. US-Polizisten knieten auf seinem Rücken. Er starb, er war weiß. Oder von Justin Lamont. Sie war im Schlafanzug, sie war weiß. Ein schwarzer Polizist erschoss sie in der Nacht. Grundlos. Kein globaler Aufschrei. Gibt es so etwas wie eine Hierarchie der Opfer? Sind Opfer dann höherwertig, wenn sie eine dunkle Hautfarbe und ihre Mörder eine helle Hautfarbe haben? Für unsere grün-linken Medien offensichtlich ja. Wir, die AfD, wir beugen uns nicht der grün-links gesteuerten Selbstverachtung. Wir beugen uns nicht dem Hass auf das eigene. Wir stehen für Verteidigung des eigenen. Wir überhöhen uns nicht und wir erniedrigen uns nicht. Wir stehen für Deutschland, wir sind Deutsche. Danke. Vielen Dank, Martin Hohmann, für die wichtigen Ausführungen. Und man kann es nicht oft genug wiederholen, Rassismus gibt es in vielen Facetten. Nicht nur gegen Schwarze, sondern auch gegen Weiße. Und die AfD steht hier, auch hier, allein auf weiter Flur, in der festen Überzeugung, dass eben alle Menschenleben zählen, dass alle Menschen gleich viel wert und gleich wichtig sind.
Als nächsten Redner hier bei unserer Veranstaltung darf ich Dr. Marc Jongen begrüßen. Auch er ist Bundestagsabgeordneter und gleichfalls kulturpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen! Dass es angeblich eine überbordende Polizeigewalt gegen Schwarze gibt in den USA. Es sind aber im vergangenen Jahr ganze neun unbewaffnete Schwarze durch Polizisten ums Leben gekommen. Auch die Zahl derer, die bewaffnet waren, ist nicht anteilig an der Bevölkerungszahl wesentlich größer als die der Weißen. Und vor allen Dingen die allermeisten Schwarzen, die in den USA getötet werden, kommen durch Schwarze ums Leben. Da spricht die Statistik eine ganz klare Sprache, und die allermeisten Weißen, die getötet werden, kommen ebenso durch Schwarze ums Leben. Trotzdem spricht man, setzt dieses Framing sozusagen, und die Medien beten es nach, es findet ein Krieg gegen Schwarze statt, eine reine Erfindung. Und dann kommt als zweite Forderung Wiedergutmachung für frühere und anhaltende Schäden. Also die Weißen sollen die früheren anhaltenden Schäden, die Schwarze erfahren haben, wieder gut machen. Man kann sich darunter vorstellen, eine dauerhafte finanzielle Alimentierung, ja, die aus historischer Schuld heraus geleistet werden soll. Drittens, Abwicklung von Institutionen, die Schwarze kriminalisieren, einsperren und ihnen schaden, Investitionen in die Bildung, Gesundheit und Sicherheit von Schwarzen. Also Gefängnisse oder Institutionen, die Schwarze kriminalisieren, Gefängnisse soll es nicht mehr geben. Es soll im Grunde es läuft auf eine Art Straffreiheit hinaus, zumindest auf einen Rechtfertigungszwang, falls jetzt ein Schwarzer überhaupt hier wegen einer Straftat verurteilt wird, nur aus Gründen der Hautfarbe. Viertens, wirtschaftliche Gerechtigkeit für alle und ein Umbau der Wirtschaft, um sicherzustellen, dass unsere Gemeinschaften kollektives Eigentum und nicht nur Zugang haben. Um sicherzustellen, dass unsere Gemeinschaften kollektives Eigentum haben. Was ist kollektives Eigentum? Kommunismus. Also es ist ganz klar eine sozialistisch-kommunistische Ideologie, die ja auch nur dann, also durch Enteignungen verwirklicht werden kann. Und schließlich fünftens, gemeinschaftliche Kontrolle über die Gesetze, Institutionen und Politiken, die die Schwarzen am meisten betreffen. Kontrolle über die Gesetze, die die Schwarzen betreffen, durch Schwarze. Das heißt, es ist eine segregierte Gesetzgebung, ja, nach Hautfarben, nach Rassen sozusagen, soll jeder für sich quasi seine eigenen Gesetze schaffen. Das, meine Damen und Herren, zerstört den Staat in seinen Grundfesten. Der Staat als Einheit, der einheitliche Gesetze für alle Bürger schafft, der vor dem Gesetz sind alle gleich, dieser Grundsatz des Rechtsstaats soll hier unterlaufen werden. Und dann verwundert auch der letzte Punkt auch nicht mehr, unabhängige schwarze politische Macht und Selbstbestimmung der Schwarzen in allen Bereichen der Gesellschaft. Selbstbestimmung der Schwarzen in allen Bereichen der Gesellschaft. Man kann hier also sagen, es werden bewusst versucht, hier Clan-Strukturen zu schaffen, Bereiche, auf die der Staat insgesamt keinen Zugriff mehr hat. Und das ist nicht nur, wie Martin Hohmann schon sagte, rassistisch, es ist auch, wenn wir es auf uns übertragen, verfassungsfeindlich, und wir müssen alles tun, damit solche Gruppenidentitäten hier sich nicht zu einer Selbstgesetzgebung in Deutschland aufschwingen können. Hier gelten die deutschen Gesetze, und die sind für alle gleich, und es darf keine Scharia-Polizei und keine Scharia-Gesetzgebung und keine Sondergesetze für niemanden geben. Und wir lassen uns hier auch nicht einen Sozialismus unterjubeln von solchen Bewegungen. Und wenn man dann bedenkt, dass in den USA die polizeipolitische Exponenten massenweise in die Knie gegangen sind, also sich niedergekniet haben vor diesen Protestierern, die ja auch mit großer Gewalt vorgegangen sind und nicht nur Geschäfte verwüstet haben und
Riesensachschäden angerichtet haben, sondern wodurch auch schon Menschen zu Tode gekommen sind, wie wir hörten. Da knien die nieder und unsere Hohlköpfe hier in Deutschland machen das nach und haben das auch schon getan. Da muss unsere Antwort lauten als AfD: Wir knien nur vor Gott und sonst vor niemandem, liebe Freunde. Ja, ich erwähne noch, dass diese Black Lives Matters Bewegung mit 100 Millionen Dollar gesponsert wird von der Open Society Foundation, Ford Foundation und von großen Stiftungen, die also ein massives Interesse hier haben, in dieser Richtung zu wirken. Und Sie erinnern sich an das, was ich vorhin zitiert habe, Davos, Zusammenschluss Kapitalismus, Sozialismus, das sind sehr seltsame Bewegungen im Gange. Und der Kniefall, dem ist natürlich ein geistiger Kniefall schon vorausgegangen, unserer Kultur, den wir uns abgewöhnen müssen. Wir müssen lernen, wieder aufrecht zu stehen und auch zu unserer Kultur und zu unserer Geschichte zu stehen in all ihren Licht- und Schattenseiten. Der Denkmalsturz, den wir auch erleben, und der Bildersturm, der hängt damit zusammen. In den USA sind die Südstaaten generell sowieso unter Beschuss gekommen, natürlich, aber auch Präsident Jackson, den Trump dann in Washington DC verteidigt hat, also die Denkmäler. George Washington ist auch angegriffen worden von diesen Leuten, Christoph Kolumbus sowieso. In England traf es Churchill, wo plötzlich Racist dann draufstand auf dem Denkmal. Selbst Gandhi wird als Rassist bezeichnet. Und bei uns ist Bismarck jetzt beschmiert worden. Es ist in Berlin-Zehlendorf ein expressionistisches, eine Statue geköpft worden, sehr schwer beschädigt, weil sie eine Schwarze sozusagen darstellen. Auch das sollte rassistisch sein. Und weiters werden Straßen reihenweise umbenannt. Es darf keine Mohrenstraße mehr geben, es darf auch keine Mohrenapotheke mehr geben. Vom Mohrenkopf reden wir schon gar nicht, wobei mir bei Mohrenkopf eine lustige Geschichte einfällt von einem Gasthof, der so heißt, im Norden irgendwo, in Hamburg oder Nähe war das, wo der auch schon angegriffen worden ist von diesen Bilderstürmern, und der Besitzer war ein Schwarzer, und er hat gesagt: Ich bin stolz hier auf diesen Namen, und das bleibt so, dass ich bin der Mohrenkopf, hat er gesagt. Ja. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie mit diesen Dingen umgegangen werden sollte. Das kann man eigentlich nur lächerlich machen, und jedenfalls darf man sich diesen Bilderstürmern auf keinen Fall beugen. Und wir haben deswegen auch im Kulturausschuss eine Broschüre erarbeitet mit Leitlinien zum Umgang mit diesen Dingen, zum Umgang mit Straßenumbenennungen, und haben dieses Konzept, das wir da entwickelt haben, den integralen Historismus genannt, der zum Schluss kommt: Straßenumbenennungen oder gar so Bilderstürze sind in den aller seltensten Fällen überhaupt gerechtfertigt. In den meisten Fällen ist gar nichts zu machen, und es gibt die Möglichkeit, sozusagen mit Hinweistafeln erklärend zu begleiten, weshalb da eine bestimmte Sache so heißt. Aber es gebietet die Pietät, auch vor der eigenen Kultur und Geschichte hier sehr vorsichtig damit umzugehen, und unterm Strich sagen wir: Finger weg von unseren Kulturdokumenten. Sie können sich nicht vorstellen, ich komme so langsam zum Schluss, aber das muss ich Ihnen noch erzählen, was es hier für absurde Vorstellungen gibt und Vorschläge. Zum Beispiel ein linker Historiker aus Hamburg, Zimmerer, der will doch allen Ernstes die Kuppel auf dem Berliner Stadtschloss mit Stacheldraht umwickeln, um sozusagen die imperialistische Symbolik, diese Kuppel, das Kreuz auf der Kuppel ausdrücken soll, so zu brechen.
Das ist ein ganz offizieller Vorschlag oder sekundiert von dem grünen kulturpolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag, der die Denkmäler zwar nicht beseitigen will, aber diese ganzen Denkmäler aus der deutschen Kaiserzeit oder so, die alle so imperialistisch sind, umkippen will. Die sollen liegen, ja, am Boden liegen. Das heißt, die Bürger sollen durch den öffentlichen Raum wie durch so ein schlechtes Regietheater hindurchgehen, was sich die Linken ausgedacht haben. Die Absurdität kennt hier keine Grenzen. Zum nationalen Aktionsplan Rassismus möchte ich noch ein Wort sagen, weil der Rassismus angesprochen worden ist, dieser ubiquitäre, allgegenwärtige Rassismusvorwurf, dem wir ausgesetzt sind. Dazu muss man wissen, was die und die Altparteien und die Linken unter Rassismus verstehen. Das ist nicht das, was das Volk, was der Bürger in seiner sozusagen naiven Denkweise, aber gesunden Denkweise unter Rassismus versteht. Der Bürger meint, Rassist ist jemand, der sich selbst seine eigene Rasse sozusagen als höherwertig als die anderen empfindet und der daraus das Recht ableitet, die irgendwie zu unterdrücken oder sich besser zu stellen oder sie gar zu schädigen und so weiter. Das ist ein Rassist. Aber so ist der Rassismusbegriff nicht mehr, sondern sie sind nach heutiger linker Definition, und die hat sich aber weitgehend durchgesetzt, auch die bürgerlichen Parteien teilen das, sind sie bereits ein Rassist, wenn sie annehmen, es gibt sowas wie verschiedene Völker und Ethnien. Also das auf der Hand liegende, das Selbstevidente, das zu sagen und öffentlich auszusprechen, macht sie schon zum Rassisten. Es ist kein Scherz. Ich war selbst in der Enquete-Kommission für Rassismus in Thüringen, also Rassismus und Diskriminierung in Thüringen, so hieß diese Enquete-Kommission, von den Linken natürlich eingerichtet. Und da wurde genau diese Ansicht geäußert. Und wenn man natürlich sowas zugrunde legt, und dann gewisse Umfragen macht in der Bevölkerung, dann ist ja klar, dass das Ergebnis, was dann rauskommt, ist, rassistische Anschauungen sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Ja? Die Menschen wissen gar nicht, kriegen Fragen gestellt, Antworten, ganz treuherzig, und daraus wird dann der Rassismus abgeleitet. Und deswegen, weil eben hier so eine verquere Definition schon zugrunde liegt, haben wir den Antrag gestellt, und der wird auch noch zur Debatte kommen, diesen nationalen Aktionsplan Rassismus, also dass der Rassismus aus der angebliche aus der deutschen Gesellschaft zu entfernen sei, der deutschen Bundesregierung, dass der zur Abschaffung kommt, dass der abgeschafft wird, dass der aufgehoben wird, weil wir es uns nicht gefallen lassen wollen, von unseren sogenannten Volksvertretern zu Rassisten gestempelt zu werden. Und man muss die ja doch mal fragen, wenn wir denn schon so rassistisch sind hier in Deutschland, warum wollen sie denn alle zu uns kommen aus aller Welt? Warum machen sie sich zu uns auf den Weg? Das ist, wir sind eines der wenigst rassistischen Länder weltweit, das wollen wir auch mal festhalten. Ja, das ist natürlich auch gut. So, Martin Hohmann hat mir auch schon was anderes noch vorweggenommen, aber da ich diese Rede im Bundestag selbst gehalten habe, möchte ich es am Schluss doch noch erwähnen, nämlich diese Geschichte mit der Erinnerungspolitik. Es hat am 8. Mai stattgefunden dieses Jahres, also 30 Jahre Kriegsende, 75 Jahre Kriegsende. Und ich bin schon wieder bei der Deutschen Einheit, also Sie sehen schon, die Daten gehen durcheinander. Und da hat Berlin, das Land Berlin, diesen 8. Mai, nämlich das Ende des Krieges und die Kapitulation Deutschlands damals, zu einem Feiertag erhoben, zum Tag der Befreiung. Und Bundespräsident Steinmeier hat dazu gesprochen und hat gesagt, so wie damals diese bösen Geister sozusagen vertrieben worden sind, so müssen wir heute auch wieder diese bösen Geister vertreiben. Und wen hat er gemeint? Er hat die Unverfrorenheit uns, unsere Bewegung
hier auf eine Stufe zu stellen mit dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte. Und das ist eine ungeheure Instrumentalisierung dieser Erinnerungspolitik. Und es ist im Übrigen auch eine ungeheure, ein Hohn gegenüber den Opfern der tatsächlich der Nazis damals, ja, indem man uns so bezeichnet. Und wir haben gesagt, wir lassen uns das nicht bieten, wir wollen hier einen Kontrapunkt setzen und wir fordern hier zu diesem Tag des Kriegsendes, wir fordern ein Mahnmal für die Opfer, die deutschen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Nicht als Ersatz für die vielen Mahnmale, die es für die ermordeten Juden Europas, für die Sinti und Roma und für alles gibt, sondern in Ergänzung. Auch die Deutschen haben ein Recht, um diese Opfer zu trauern und ihnen ein Mahnmal mit Informationszentrum angehängt und so weiter zu widmen. Die Altparteien haben es abgelehnt mit den absurdesten Argumenten und die ich Ihnen jetzt hier gar nicht alle ausbreiten will, Sie können es auf YouTube sehen, aber vor allem Steinmeier hat gesagt, man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben. Man muss sich vorstellen, der Präsident eines Landes spricht so einen Satz aus und ich war froh, ihm aus dem Bundestag dann zurufen zu können, Herr Steinmeier, es mag sein, dass Sie Ihr Land nur mit gebrochenem Herzen lieben können. Es gibt Deutsche und es sind nicht wenige, die lieben ihr Land aus vollem Herzen und sie werden sich von ihnen auch nichts anderes verordnen lassen. Es könnte noch lange weitergehen, über die Gender-Ideologie könnte man noch sprechen und ganze Vorträge halten, über dieses Problem der Hassrede, das mit dem versucht wird, uns den Mund zu verbieten. Ja, man macht erst das Volk wütend und dann will man sozusagen die Wut kriminalisieren und sagt, das ist Hass, das darf nicht sein, das wird gemeldet, dafür kommt, werdet ihr schwer bestraft. Nun ist Gott sei Dank dieses Gesetz der Hassrede in Verdacht geraten, dem Grundgesetz zu widersprechen und man hat jetzt die Chance, das nochmal zu korrigieren, weil wir uns den Mund natürlich nicht verbieten lassen wollen. Wir werden das weiter daran arbeiten, dass das wieder abgeschafft wird. Worauf ich jetzt aber am Ende noch verweisen will, ist, weil wir haben jetzt aufgetürmt, die ganzen ideologischen Geschütze unserer Gegner, gegen welchen Irrsinn wir uns hier zur Wehr zu setzen haben. Und der ist nicht wenig. Wir brauchen einen langen Atem und wir müssen schwer kämpfen, weil die Gegner alle wichtigen Instrumente in der Hand halten, die Universitäten, die Medien, in der Politik haben sie die Mehrheit. Aber es gibt doch Anhaltspunkte, dass wir nicht hoffnungslos sein müssen. Denken wir an die Grünen. Die Grünen haben kurze Zeit regiert in diesem Land, mitregiert. Waren die meiste Zeit nicht in der Regierung. Sie wurden am Anfang verlacht, sie wurden nicht ernst genommen, sie wurden ausgegrenzt. Inzwischen ist es so, dass die CDU, die Grünen, Forderungen im Grunde alle umgesetzt hat. Sie hatten diesen langen Atem, sie haben den Marsch durch die Institutionen vollzogen und es hat funktioniert wider alle Wahrscheinlichkeit am Anfang. Und was uns die meiste Hoffnung gibt, ist, dass wir ja nicht allein sind in Deutschland. Es gibt in Europa, aber auch weltweit Bewegungen, die aufstehen gegen diese Abschaffung des eigenen, die sich gegen den Hass, gegen das eigene wehren, die ihr Land, ihr Volk, ihre Kultur bewahren wollen. Und die werden stärker und stärker. In Italien, Salvini hat eigentlich die Mehrheit. Es ist nur, dass die Wahl jetzt nicht ansteht, deswegen haben wir dort noch eine andere Regierung. Aber das wird kippen, die werden sich dort nicht halten können. Wir haben die Visegrad-Staaten, also im Osten, ne, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, die ebenfalls
so ein Staatsverständnis haben, wie wir das auch haben wollen, ja, tendenziell. Und wir haben in den USA Donald Trump, der vielleicht nicht alles richtig macht und nicht immer den Stil hat, den wir uns von einem Präsidenten wünschen, der aber doch ein wichtiges Bollwerk ist gegen diesen Globalismus und der es mit vollem Stolz sagt, America first. Ja, und der jetzt, wie wir alle hoffen, auch wiedergewählt wird. Und das sind lauter Verbündete, die wir haben. Und somit müssen wir uns begreifen als ein Teil einer internationalen Bewegung. Der Kampf ist nicht leicht, der Kulturkampf geht weiter. Aber wir haben eben deswegen diese Zuversicht, weil wir die Liebe zu unserem Land haben. Die anderen haben den Opportunismus und verquere Ideologien im Kopf. Wir haben die Liebe zu unserem Land und deswegen werden wir am Ende obsiegen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Dr. Jongen, für Ihre Ausführungen. Es ist absolut zutreffend, im Gegensatz zu den restlichen Parteien haben wir es nicht nötig, die Bürger in Angst und Schrecken zu halten. Ganz im Gegenteil, unsere Politik zielt darauf, dass die Bürger zufrieden leben, dass die Bürger in Sicherheit leben und damit wahrhaft gut und gerne in Deutschland leben. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu einer, ich bitte darum, ganz kurzen Fragerunde, da wir schon ziemlich spät dran sind. Ja, ich komme gleich zu Ihnen runter. Gut, ich bedanke mich nochmals bei unseren Rednern sehr herzlich für Ihre Ausführungen. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, dafür, dass Sie uns besucht haben. Wiederhole zum Ende der Veranstaltung immer wieder gerne, nehmen Sie die Argumente mit nach Hause, sprechen Sie darüber, dass die AfD in vielen politischen Bereichen gute, vernünftige Lösungen anzubieten hat und nutzen Sie die Argumente, wenn Sie in Diskussionen verwickelt werden. Ansonsten bleibt mir nur, Ihnen einen guten Nachhauseweg zu wünschen. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen.